Hallo ihr Lieben, heutiges Thema Lächeln und Lernen. Wie hängt das zusammen? Ja, ich habe die letzten Tage viel überlegt, was könnte ich dir jetzt noch für ein Video machen? Da ist mir eingefallen über einen Post von einer Freundin, die mir geschrieben hat, du, da gibt's diese Klopftechnik, das ist so toll und das beruhigt. Und da ist mir was eingefallen, wie mir das beim Lernen geholfen hat. Und gleichzeitig ist mir auch eingefallen, es gibt auch so ein schönes Video von Vera Birkenbiel, die ich sehr verehre, wo es ums Lächeln geht. Das hängt zusammen, da mache ich doch ein Video draus. Ich fange mal mit der Vera Birkenbiel an. Es gibt ein wunderschönes Video von ihr, werde ich unten in den Kommentaren verlinken oder in der Beschreibung verlinken, wo sie darüber spricht, wenn man 60 Sekunden am Tag, auch wenn man nicht fröhlich ist, lächelt, drückt bei diesem Vorgang die Muskeln auf Nervenenden im Gesicht, die direkt ans Gehirn senden. Und das Gehirn weiß, das ist fröhlich, Mensch ist happy, ich schütte Serotonin aus, das Glückshormon. Das heißt, für 60 Sekunden oder wie auch immer, also einmal am Tag müssen es 60 Sekunden sein. Sie empfiehlt dann immer bei jeder roten Ampel 60 Sekunden zu lächeln oder solange die Rotphase ist, zu lächeln. Da kommt man locker auf die Minute am Tag. Dann hat man genug Serotonin, um wirklich eine ganze Weile sehr fröhlich und sehr happy zu sein und auch so ein bisschen so, ach, die Leute haben alle Probleme oder so, sondern man ist happy. Und es ist eine ganz einfache Technik, wie man einfach über, okay, zugegeben, mir geht es nicht gut, aber wenn ich das fake, für eine Minute geht es mir danach wirklich gut, weil dann das Serotonin ausgeschüttet wird. So viel zum Lächeln. Mit dem Lernen kann man es ähnlich machen. Ich bin so ein schlechter Lerner, ich kann es keinem Menschen sagen. Im Theater habe ich dann über die Klopftechnik gelernt oder mir erarbeitet regelrecht, wie kriege ich Zugang zu sehr komplexen musikalischen Vorgängen, wie kriege ich Zugang zu sehr langen, sehr schwierigen Texten. Und da hat mir diese Klopftechnik geholfen. Jetzt muss man wissen, es gibt diese Klopftechnik, dass man also jeden Tag den Thymus, der sitzt hier, die Thymusdrüse klopft für eine halbe Minute, Minute. Es ist ein Thymus, ist die Thymusdrüse, ist zuständig für die körperlichen Abwehrkräfte. Ja, und verkümmert eigentlich ab der Teenagerzeit und jung Erwachsenenalter ein wenig, ist aber noch rudimentär da. Und wenn man, jetzt lege ich das mal zur Seite hier, drauf klopft, entweder mit den Fingerspitzen oder so, stimuliert man die Thymusdrüse. Es entspannt. Es schickt auch wieder an das Gehirn das Signal, hey, dem Menschen geht's gut. In dem Moment macht's Gehirn auf und man kann lernen. Klingt irgendwie logisch, ne? Ich sag hier, mir geht's gut. Komm. Mir geht's gut. In dem Moment geht der Kopf auf. Ich habe das dann noch verbunden. Den Trick hat mir dann noch ein Freund von mir gezeigt. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier Shakespeare-Sonetten. Absichtlich ein bisschen schwereren Text genommen auf Deutsch. 33. Sonett, ich nehme mal einen Vierzeiler raus und sah, gleich ließ er tiefster Wolken Ritt auf Himmels Antlitz ziehen zerrissene Spur, wie westwärts sein Gesicht der Welt entglitt, vorm Blick verdeckend, was ihm widerfuhr. Das ist sperrig für die heutige Zeit. Wie lerne ich sowas? Der Klopftechnik. Und sah, gleich ließ er in tiefster Wolken Ritt, auf Himmels Antlitz ziehen zerrissenen Spur, wie westwärts sein Gesicht der Welt entglitt, vom Blick verdeckend, was ihm widerfuhr. Das habe ich dann ein paar Mal gemacht. Ich habe das mit Musik gemacht, ich habe das mit Texten gemacht. Bei Musik bin ich doch mit der Hand noch mit der Tonhöhe mitgegangen, habe das dann so gelernt. Aber dadurch, dass ich im Rhythmus des Textes immer auf die Thymusdrüse geklopft habe,
hat sich das leichter eingeprägt. Und je öfter ich das wiederholt habe, war quasi mein Gehirn mit dem körperlichen Rhythmusgefühl des Textes verbunden. Und es fiel mir viel leichter, dann Text zu lernen. Ich habe mir dann im Laufe der Jahre noch andere Sachen angeeignet, aber so kann man auch gut lernen. Also es hat mir sehr geholfen. Ich bin heute meinem Freund Thomas sehr dankbar dafür, für diesen Tipp, dass er gesagt hat über die Klopftechnik, wenn ich das im Rhythmus des Textes oder der Musik mache, baut sich ein Körpergedächtnis auf. Dadurch, dass ich dem Gehirn sage, hey, Immunsystem wird stimuliert, yay, mach auf. In dem Moment kann man besser lernen. Wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich einen schlechten Tag habe, ich muss jetzt noch lernen, geht nicht rein. Wenn ich aber diese Technik nutze und dieses rudimentäre Organ wieder so ein bisschen kitzle, macht es nach oben auf und hilft mir beim Lernen. Es hat mir wirklich geholfen und ich hatte wirklich Lernblockaden. In der Schule bin ich gnadenlos gescheitert. Wenn ich die Sachen schon in der Schule gewusst hätte, wäre mir vieles leichter gefallen. Also, vor jeder roten Ampel. Geil, rote Ampel. Serotonin, happy, 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 happy. Oh, ich habe einen Text. Dann spreche ich den doch so und lese mir ein paar Mal durch. Mir hat es geholfen. Ich dachte nur, ich teile das mal mit euch, dass ihr einfach im Rhythmus auf den Thymus klopft, vielleicht auch vorher schon mal eine halbe Minute vorgeklopft habt. Also es ist jetzt nicht festes Klopfen, das sollte so eine Vibration haben. Sollte eine Vibration haben, dass ihr die Vibration im Brustkorb empfindet. Das soll jetzt nicht irgendwie so ein bisschen sein, sondern es sollte leichte Vibrationsgefühl, sollte es im Brustkorb geben, aber ohne dass es euch wehtut natürlich. Das war schon, was ich euch sagen wollte. Rote Ampel lächeln, Text klopfen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie damit weiterhelfen. Mir hilft das kolossal. Warum soll ich die Sachen für mich behalten? Also, schönen Tag und vergesst nicht, das Leben zu genießen.